Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Na, ihr habt das schon ganz gut gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr auf den Sofas das auch noch richtig mitgemacht habt. Also ich will euch auch hören aus euren Wohnzimmern heraus. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wir begrüßen euch hier aus den Räumen der Christusgemeinde und wir feiern Ostern. Endlich wieder Osterhäschen, bunte Eier, blumige Dekoration im Hintergrund. Haben wir nicht alle darauf gewartet? Endlich ist es soweit, die Osterzeit hat begonnen. Gut, dass das nicht unsere Hoffnung zu Ostern ist. Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das ist unsere Osterhoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Darum feiern wir diesen Gottesdienst. Und darum feiern wir auch nach der Predigt an diesem Gottesdienst auch das Abendmahl. Wir hier und ihr an euren Geräten, an euren Bildschirmen, in euren Häusern. Und deswegen jetzt die Bitte auch an euch, dass ihr Brot und Traubensaft oder Wein bereithaltet, dass wir nach der Predigt auch in das Abendmahl gemeinsam gehen können und es feiern können. Ich lade euch ein, mit mir zu beten und anschließend diesen wunderbaren Gott, Jesus Christus, mit mir und mit uns anzubeten, zu ehren und zu besingen. Wir beten. Vater im Himmel, im Namen Jesu sind wir hier
und wir bitten um die Kraft des Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass es möglich ist, dass du, Jesus, auferstanden bist und deine Auferstehungskraft zugänglich ist für all diejenigen, die da glauben. Und diese Auferstehungskraft ist hier erfahrbar, im Hier und Jetzt, und in alle Ewigkeit wird sie uns begleiten. Danke für diese Perspektive. Danke dir für diese Hoffnung in dieser Osterzeit, dass wir uns wieder neu daran erinnern können, dass wir uns darauf besinnen können, dass du stärker bist als die Not, stärker bist als der Tod. Vielleicht brauchen wir diesen Trost, diese Hoffnungsperspektive, gerade in diesen Zeiten, Herr. Dort, wo wir es nötig haben, begegne uns, stärke uns. Wir wollen dich jetzt besingen, wir wollen dich anbeten und deinen Namen feiern, denn du bist es wert, dass wir dich feiern jeden Tag und von Woche zu Woche. Und das wollen wir gemeinsam tun, auch wenn wir uns jetzt nicht miteinander hier alle treffen können, wollen wir das dennoch tun, Herr. Lass dir unser Lob gefallen. Segne uns und stärke uns. Amen. Amen. Ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Ja, ich weiß. Er nahm die Schande auf sich, von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß, ja, ich weiß. Lasst alle hören, mein Herr besiegte das Grab, mein Erlöser. Mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Die Schande auf sich, von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß, ja, ich weiß. Lasst alle hören, mein Herr besiegte das Grab, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Du nimmst die Last mit, ich steh auf mit dir, ich laufe dir entgegen, Herr. Und sehe, dein Reich kommt. Du nimmst die Last mit, ich steh auf mit dir. Ich laufe dir entgegen, Herr, und sehe, dein Reich kommt. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, ja, er überwunden, weil sich Gott nicht heilt.
spielt, hat sich mit uns verbunden, unsere Herzen neu berührt. Und wir feiern, unser Gott ist nicht weit, der von Sünde und von Krankheit befreit. Der Herr ist auferstanden, er steht über Raum und Zeit. Ja, wir feiern, unser Gott hält nichts auf, Leid und Sterben, nahm er für uns in Kauf, und ist er auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden und baut mit uns sein Reich. Zerreißt der Sünde Banden, harte Herzen werden weich. Der Herr ist auferstanden, der ist das Leben schafft, bezeugt in allen Landen seine Auferstehungskraft. Und wir feiern, unser Gott ist nicht weit, er von Sünden und von Krankheit befreit. Der Herr ist auferstanden, steht über Raum und Zeit. Ja, wir feiern, unser Gott hält nichts auf, Leid und Sterben, nahm er für uns in Kauf, und ist er auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir feiern, unser Gott ist nicht weit, er von Sünde und von Krankheit befreit. Der Herr ist auferstanden, steht über Raum und Zeit. Ja, wir feiern, unser Gott hält nichts auf, Leid und Sterben, nahm er für uns in Kauf, und nun ist er auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und er lebt auch in mir, lebt auch in mir.
Jesus Christus, du bist auferstanden und deswegen sind wir hier. Deswegen feiern wir heute, weil du nicht tot bist und im Grab geblieben bist, sondern weil du auferstanden bist. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Jesus Christus, du bist hier mitten unter uns, Herr. Und wir preisen dich und wir loben dich, dass wir einem lebendigen Gott angehören dürfen, einem lebendigen Gott dienen dürfen. Keinem toten Götzen aus Stein anbeten, sondern dich, den lebendigen, den wahrhaftig auferstandenen, Herr. Und dich preisen wir und dich ehren wir und dich suchen wir heute Morgen. Wir suchen dich nicht bei den Toten, sondern wir suchen dich bei den Lebenden, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du heute dein Wort an uns segnest, dass wir lernen, wie rechte Jünger hinzuhören. Amen. Immer zu Ostern verspüre ich in mir einen Drang. Ich frage mich, wie ich die Totenauferstehung Jesu beweisen kann. Wie kann ich das größte Wunder aller Wunder nachvollziehbar machen? Wie kann ich es verständlich machen? Und ich hätte da tatsächlich auch einige Argumente auf dem Kasten. Ich könnte einiges präsentieren, um es nachvollziehbar, vernünftig zu machen. Ich glaube wirklich, dass es vernünftig ist, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Und da würden mir auch viele Intellektuelle beipflichten, die in der Geschichte, ausgerechnet durch die Beschäftigung mit der Auferstehung Jesu, tatsächlich zum Glauben an Jesus Christus kamen, weil sie sich mit der Auferstehung von Jesus beschäftigt haben, gab es für sie genug Gründe, daran zu glauben, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass das Grab leer ist und Jesus Christus auferstanden ist, als dass er es nicht ist. Aber bei allen Versuchen, das irgendwie nachvollziehbar zu machen, das Übernatürliche ins Natürliche zu holen, merke ich, dieser Vorgang, etwas aus dem Übernatürlichen in das Natürliche zu bringen, muss an irgendeinem Punkt irgendwie scheitern. Aber eine Sache gibt es, die mich da tröstet. Ich bin da nicht alleine mit, denn jeder, der von Jesus Christus erzählen möchte, alle Prediger und alle Verkündiger und jeder Christ letztendlich, der von der Hoffnung des Auferstandenen berichten möchte, steht in dieser Spannung und in diesem Dilemma, wie kann ich das beweisen, was nicht beweisbar ist, was ich nicht irgendwie nachvollziehbar machen kann. Und in der Beschäftigung mit den biblischen Texten habe ich wieder neu gemerkt, die Jünger von Jesus, seine Freunde, die mit ihm unterwegs waren, die standen in der gleichen Schwierigkeit, die hatten das gleiche Problem. Sie hatten auch kein Beweismaterial, was sie ihren Freunden, ihren Familienangehörigen weitergeben konnten. Sie hatten vielleicht den Vorteil, dass sie den Auferstandenen gesehen haben. Das habe ich nicht. Ich konnte Jesus nicht vor 2000 Jahren live sehen, wie er da auf einmal auferstanden vor mir stand. Die Jünger haben das gesehen, aber Jesus hat ihnen keine Wunderelemente in die Hand gegeben, hat gesagt, so, damit rüste ich jetzt auch und damit überzeugt ihr jetzt alle, damit sie auch glauben, dass ich auferstanden bin. Irgendwie mussten sie mit einer ganz unscheinbaren Botschaft umherziehen und erzählen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Eins ist sicher. Das Grab war leer und ist leer bis heute. Und das sagen uns nicht nur die biblischen Texte, dass die biblischen Texte das sagen, das ist schon mal eine große Evidenz, ein großer Beweis für uns, aber auch die Literatur in dieser Zeit, die jüdischen Historiker, schreiben, berichten uns davon, dass es in dieser Zeit nach Jesu Sterben und aus christlicher Perspektive Auferstehung, dass es Gerüchte in der jüdischen Bevölkerung gab, dass die Jünger wohl den Leichnam von Jesus aus dem Grab geklaut haben. Das bedeutet, das Grab war tatsächlich leer. Und die Leute konnten es sich nicht erklären, wie das vonstatten ging. Wie war es möglich, dass dieses Grab, was bewacht wurde, leer war? Und da kamen Spekulationen und Gerüchte auf. Und interessant ist, dass das Neue Testament, das Matthäusevangelium, genau das auch voraussagt, dass diese Gerüchte aufkommen werden, wovon uns unabhängige jüdische Historiker dann berichten, dass es genauso eingetroffen ist. Das Grab war leer und die Leute haben sich gewundert, wie ging das? Und dann kamen Gerüchte auf, vielleicht wurde er ja geklaut. In jedem Fall sehen wir, dass ohne Beweismaterial
sind die Jünger losgezogen und haben von der Auferstehung Zeugnis gegeben. Und diese Botschaft vom Sterben und vom Auferstehen Jesu war in einer einzigartigen Weise erfolgreich und überzeugend, obwohl es nicht dieses übernatürliche Beweismaterial gab. Waren sie überzeugend und erfolgreich, so dass wir hier im Westen davon bis heute sprechen. Und es scheint so, wenn wir uns die Ostertexte anschauen, wir werden uns gleich einige Passagen anschauen, scheint es Jesus irgendwie zu gefallen, Menschen auf nicht ganz so offensichtliche Art zu begegnen. Ohnehin ist die gesamte Mission Jesu, sein Leben, so wie er aufgetreten ist, das, was er getan hat, ist von einer gewissen Unscheinbarkeit geprägt. Klar hat Jesus Wunder über Wunder getan. Er hat Dinge getan, die sonst niemand konnte und die Leute sind in Staunen geraten. Aber wenn wir die biblischen Berichte lesen, dann sehen wir, dass das Erleben von offensichtlichen Wundertaten noch keine Versicherung dafür ist, dass ein Mensch dann auch wirklich an Jesus Christus anfängt zu glauben, sein Leben ohne Gott aufzugeben und in Zukunft Gottes Wort als Maßstab für sein Leben zu wählen. Das ist kein Automatismus. Denn wenn das ein Automatismus wäre, die Wundertaten von Jesus, dass daraus eine lebendige Nachfolge geschieht, ein Leben nach seinen Plänen, dann gäbe es Karfreitag nicht. Alle, die diese Wunder erlebt haben, standen dann auch um Jesus rum und sagten, kreuzigt ihn. Obwohl sie diese offensichtlichen Wundertaten gesehen haben, ist ihnen doch etwas verborgen geblieben. Und das zeigt mir, Jesus als den Retter der Welt und den einzigen Weg zum Vater im Himmel zu erkennen, ist anscheinend eine Tatsache, die wir nicht mit unseren Augen und unseren Ohren wahrnehmen, sondern alleine mit den Augen des Herzens uns erschließen können. Es ist etwas, was auf einer anderen Ebene passiert in uns und nicht alleine in der Offensichtlichkeit. Und dazu möchte ich uns zwei Begegnungen mit dem Auferstandenen jetzt lesen. In Johannes 20, in Vers 11 bis 18, lesen wir von Maria. Johannes 20, Vers 11 bis 18. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft, so wo Jesus liegen sollte, und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Das ist die erste Begegnung. Maria Magdalena begegnet dem Auferstandenen. Wir lesen in Lukas 24, die Verse 13 bis 34. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, circa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging, aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit dem Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen?
Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und, als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärt er ihnen anhand in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferstanden, auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Was sehen wir hier in diesen zwei Begegnungen, Johannes 20 und in Lukas 24? Jesus Christus hat irgendwie den Wunsch in sich, nicht mit Pauken und Trompeten Menschen zu begegnen und sich ihnen vorzustellen. Unscheinbar und irgendwie verborgen ist Jesus unterwegs. Denn es ist so, dass sollte uns nicht verwundern, dass die Jünger so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Auch wenn Jesus es ihnen die ganze Zeit gesagt hat, dass es passieren wird. Kein Jünger, kein Jude glaubte ernsthaft an eine Auferstehung von den Toten. Für die Juden wäre es einfacher und annehmbarer gewesen, wenn Jesus einfach nur sich als ein menschenfreundliches und nachahmenswertes Vorbild präsentiert hätte. Wenn er gesagt hätte, hey, ich bin ein Vorbild, ich mache die Dinge ganz gut, ich bin ein gottesfürchtiger Mann und mache die Dinge so wie ich bin euer Vorbild in diesen Dingen. Dann hätten sie damit keine Schwierigkeiten gehabt. Aber damit, dass er versprochen hat, dass er wieder auferstehen wird, das war für die außerhalb ihres Denkrahmens. Aber die Bibel hält an dieser Unmöglichkeit fest. Und das ist schon interessant, dass die Bibel etwas der Bevölkerung in dieser Zeit etwas anbietet, was für sie außerhalb ihrer Kategorie liegt, ihrer Vorstellungskraft. Wie begegnet oder was passiert jetzt nun bei Maria und den sogenannten Emmausjüngern, die da unterwegs waren auf der Straße? Was haben Maria und die Emmausjünger in der Begegnung mit dem Auferstandenen genau erlebt, dass sie so nachhaltig verändert hat? In Johannes 20 sehen wir, dass der vermeintliche Gärtner mit Maria spricht. Und er fragt sie, Frau, wen suchst du? Bis dahin ist noch keine Veränderung. Es ist auch nicht so, dass Jesus irgendwie scheinen würde und deswegen auf einmal etwas erkannt wird, sondern auf einmal passiert etwas, dass Maria beim Namen genannt wird. Eben gerade sagte Jesus noch, Frau, wen suchst du? Keine Veränderung. Auf einmal spricht er nur ihren Namen aus, Maria. Und auf einmal dreht sich alles in ihrem Leben um. Alles wird auf den Kopf gestellt und sie hat diese ultimative Begegnung mit dem Auferstandenen. Weil Jesus den Namen nennt. Und wenn Jesus den Namen nennt, wenn er dich
ruft, dann spricht er nicht, nur einfach einen Namen, sondern er meint deine gesamte Identität. Alles, was du bist, alles, was dich ausmacht, wird in diesen Namen gefasst. Und das erlebt Maria in diesem Augenblick. Ich werde gerade gerufen. Und das ist auch das, was die Jünger ganz zu Beginn der Erzählungen erleben, als Jesus startet und loszieht und Jünger sucht. Dann geht er einfach zu ihnen hin, er schaut sie an und sagt, du, folge mir nach. Und auf einmal lassen sie alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Hier ist eine Unwiderstehlichkeit in dem Rufen Jesu Christi, was unerklärlich ist. Denn wir sehen nicht in den Erzählungen, dass Jesus zu den Jüngern geht oder zu der Maria und irgendwie einen Hokuspokus fabriziert, während er den Namen nennt. Und auf einmal, ah ja, hier ist eine Offensichtlichkeit. Nein, hier ist etwas Verborgenes. Auf einer tieferen Ebene geschieht etwas. Und das gefällt Jesus. Wenn er unwiderstehlich uns ruft, uns beim Namen nennt und wir diesen Ruf vernehmen und alles in uns sich auf einmal auf ihn zubewegen will. Deswegen heißt es auch in diesem berühmten Jesaja-Wort 43, das, was Maria erlebt hat, wird folgendermaßen in Jesaja 43 beschrieben. So spricht der Herr, der dich geschaffen und der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das geschieht an dieser Gruft, wo Maria völlig aufgelöst ist und verzweifelt ist. Da merkt sie, derjenige, der mich erschaffen und mich gebildet hat, nennt meinen Namen. Furcht muss weichen. Ich bin erlöst und ich bin sein. Denn er ruft mich als gesamte Person zu sich. Das erlebt Maria. Was erleben die anderen, die sogenannten Emmaus-Jünger? Es heißt, dass ihr Herz brannte. Das bedeutet, dass die Emmaus-Jünger eine persönliche, unvergleichliche Ergriffenheit packte. Sie haben da etwas erlebt auf dem Weg mit diesem Fremdling, der so ahnungslos war, als er angefangen hat, mit ihnen zu sprechen. Im Verborgenen. Auf dem Weg merken sie, wie ihr Herz ergriffen wird von dem, was dieser Mann zu sagen hat. Und Jesus bringt hier in diesem einfachen Gespräch so am Wegesrand, bringt er eine Hoffnung, Friede und Freude ins Herz, die für die Emmaus-Jünger unerklärlich war, die sie nicht erlebt haben vorher und außerhalb ihres Erfahrungshorizontes ist. Diese unscheinbare, aber doch alles veränderte Begegnung ist es, worauf Jesus Christus Wert legt. Deswegen sagt auch Jesus im Lukas-Evangelium, Gottes Königsherrschaft kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn das ist das, was ich am liebsten machen würde zu Ostern, euch zu sagen, schau hier. Schau dort, offensichtliche Gotteskönigsherrschaft habe ich dir anzubieten. Glaube. Jesus redet weiter. Denn siehe, das Reich Gottes, Gottes Königsherrschaft, ist inwendig in euch. Hier beginnt, hier ist der Ort, wo Gott sein Königreich aufrichtet, wo der Herr der Herren Einzug hält, wo er das Herz verändert und in völlige Begeisterung versetzt für Jesus Christus. Und wir merken, das ist mein Leben, das ist mein Ziel, das ist mein Sinn. Hier habe ich Halt, hier habe ich Frieden, hier habe ich Freude, hier habe ich Hoffnung. Alles andere kann vergehen, aber das wird niemals vergehen. Und ausgerechnet die Jünger von Jesus, diese treuen, herausragenden 11, sind ja dann nur noch 11 gewesen, nachdem Judas aus dem Verein ausgetreten ist. Ausgerechnet die Freunde von Jesus, die 3 Jahre ihn so eng erlebt haben, ausgerechnet die hatten das schwerfälligste Herz von allen. In Markus 16, eine weitere Begegnung mit dem Auferstandenen. In Markus 16, Vers 9 bis 14 heißt es, als Jesus aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena.
Das haben wir gerade gelesen in Johannes 20. Von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene, hier geht es jetzt um die Jünger, und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich aber 2 von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Haben wir gerade gelesen, in Lukas 24, den Emmaus-Jüngern. Und jene gingen hin und verkündigten es den Übrigen, auch jenen glaubten sie nicht. Keine Glaubenshelden, mit denen wir es hier zu tun haben. Nachher offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch lagen. Und was tut Jesus? Er schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Wir gehen ins Johannesevangelium, Kapitel 20, und lesen uns die letzte Begegnung mit dem Auferstandenen. Dort sehen wir, wie der berühmte zweifelnde Thomas Jesus begegnet. Und hier sehen wir in der Geschichte wieder, wie sehr es Jesus darauf ankommt, auf der Herzensebene uns zu begegnen, im Verborgenen, im Unscheinbaren. Johannes 20, Abvers 24 bis 29. Thomas aber, einer von den 12, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam, also nicht bei den anderen Jüngern. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Jesus freut sich darüber, dass diejenigen, die ihn sehen, dass sie an ihn glauben. Aber Jesus freut sich noch mehr darüber, wenn man bereit ist, auf der Herzensebene, im Verborgenen, Jesus zu erfahren. Und nicht hart zu werden im Herzen, sondern empfänglich zu sein für die Königsherrschaft, die inwendig in euch anbrechen soll. Und er tadelt Thomas dafür und hinterlässt uns hiermit auch einen Trost und eine Botschaft. Hey, ist gut, dass du glaubst, du hast mich aber gesehen. Glückselig sind die, die nicht sehen und dennoch an mich glauben. Das ist für Jesus noch mehr wert. Und das ist seine Mission, die er durchführt bis zum heutigen Tag. Wir sehen hier wieder, nicht nur bei Maria, nicht nur bei den Emmaus-Jüngern, sondern auch in dem, was Jesus seinen Jüngern sagt. Jesus legt Wert auf eine lebensverändernde Begegnung mit ihm, unscheinbar. Glauben ohne Schauen, aber nicht weniger intensiv, nicht weniger unwiderstehlich, nicht weniger ergreifend, herzbewegend. Mit ganzem Herzen und brennenden Herzen. Und das ist genau das, wenn ich von mir kurz erzählen darf, das ist genau das, wie ich auch Jesus Christus, dem Auferstandenen, begegnet bin. Nicht mit Pauken und Trompeten. Eines Abends kam mein lieber Bruder zu mir ins Zimmer und wollte mit mir über Jesus Christus sprechen und hat mir die Dinge erzählt, um die ich schon längst wusste. Denn ich bin irgendwie in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Ich kannte das alles, war nichts Neues für mich. Aber dann begann er, von Jesus zu erzählen, von dem, was Jesus für mich getan hat. Dass Jesus Christus Karfreitag am Kreuz meine Schuld abgetragen hat. Dass er mich befreit hat von meiner Schuld. Und dass ich einen freien Zugang zum Vater im Himmel haben darf.
dass Friede, Freude möglich ist und ewiges Leben hier und jetzt schon beginnen darf. Davon hat er erzählt und war eindringlich in dem, was er erzählte. Und irgendwie war an diesem Abend etwas anders. Auf einmal habe ich gemerkt, hier ist etwas, was mich meint. Ich werde beim Namen gerufen. Waldemar, du bist mein. Mein Herz wurde durchdrungen und es bebte in mir. Und alles, was ich jetzt wollte, war, ich will diesem Jesus Christus mein Leben geben. Ich will ihm meine Schuld abgeben und das, was er am Kreuz getan hat, in Anspruch nehmen für mich. Ich will dieses ewige Leben für mich. Ich will Vergebung meiner Sünden und ich will diese intakte und harmonische Beziehung mit dem Vater im Himmel. An diesem Tag haben wir uns hingesetzt. Meine Mutter kam noch dazu und wir haben miteinander gebetet. Und das war das erste Mal, dass ich mit ganzem brennendem Herzen gebetet habe. Und von diesem Tag an hat sich mein Leben verändert, auch wenn ich noch jung war. Aber ich habe förmlich physisch erfahren, wie Gott meine Last von mir nahm und ich von Neuem geboren wurde, neu anfangen durfte und wusste, die Liebe Gottes geht mir. Es ist nicht einfach nur eine Botschaft, die in einem Buch steht, sondern das wurde lebendig in mir. Etwas, was ich nicht leugnen kann, was ich nicht leugnen will und wovon ich bis heute zehre, von dieser Beziehung zu Gott, die intakt ist, aber nicht, weil ich gut bin, sondern weil Jesus Christus gut ist und weil sein Angebot der Vergebung durch das, was er auf Golgatha erreicht hat, weil das immer noch steht. Und in der Auferstehung hat er das besiegelt. Ich bin stärker als die Sünde, ich bin stärker als alle Bosheit der Welt, ich bin stärker als der Tod. Glaubt an mich. Und so war es an diesem Abend, dass mein Bruder im Prinzip stellvertretend für Jesus zu mir gerufen hat. Ich habe die Stimme meines Bruders gehört, aber dennoch Gottes Stimme vernommen. Hier ist etwas, was mich ruft. Und mein Bruder hat um Versöhnung geworben. Und dieser Ruf hat Widerhall gefunden in meinem Herzen. Und diese Herzensebene ist es, die auch die Jünger später begleitete, als sie gegangen sind und gepredigt haben und den Leuten erzählt haben von diesem wunderbaren Jesus. Da lesen wir zum Beispiel, dass es dann heißt, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Es drang ihnen durchs Herz, es ist das, was die Emmaus-Jünger erlebt haben. Brannte nicht unser Herz? Und sie fragen, was sollen wir tun? Glaubt an Jesus Christus. Kehrt um von euren Sünden. Lasst euch taufen als Zeichen dafür, dass hier etwas Neues begonnen hat in eurem Leben. Es drang ihn durchs Herz. Deswegen sagt die Bibel an unterschiedlichen Stellen wiederholt zu uns. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt oder verhärtet euer Herz nicht. Dazu sind wir in der Lage, Gottes Stimme zu hören, sein Rufen zu hören. Aber unser Herz hart zu machen, das haben die Jünger gemacht, als Maria Magdalena kam, als ein Nichts, als eine Frau, die nichts galt in dieser Zeit, kam sie zu diesen Jüngern, diesen Galionsfiguren des Glaubens. Und sie haben den Ruf Gottes gehört, sie haben die Auferstehungsbotschaft gehört, aber sie haben ihr Herz hart gemacht. Und das ist das, was Jesus dann beklagte, hey, eure Herzen sind hart, glaubt. Verstockt euer Herz nicht, wenn ihr Gottes Rufen hört, wenn ihr seine Stimme hört. Darum meine Frage an dich. Willst du dem Auferstandenen begegnen? Willst du dem Auferstandenen begegnen? Sehnst du dich nach ewigem Leben, Liebe, Vergebung und Güte von Gott? Willst du Gott in Kraft, in Herrlichkeit, Freude und Frieden erfahren? Willst du das? Das Problem bei Thomas war, dass er mit seinen Zweifeln einfach bei sich geblieben ist und bei anderen. Er hat das mit sich ausmachen wollen und mit den anderen, die um ihn herum standen und hat ihnen erzählt, wie es ihnen mit seinen Zweifeln ging. Aber Jesus fordert heraus, nicht einfach bei uns selber stehen zu bleiben, sondern auf ihn zuzugehen. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und er endet den Satz, glaubst du das? Glaubst du das? Das ist eine Frage, die Jesus Christus an alle richtet, die von ihm hören. Glaubst du das? Die Verheißung, das Versprechen ist unvorstellbar groß und dennoch real. Und davon zeugen bis heute Millionen,
weil der Auferstandene in diese Herzensbeziehung geht und im Unscheinbaren wirkt und die Gotteskönigsherrschaft in unseren Herzen anbrechen kann und real wird. Also wenn du merkst, dass die Person Jesus Christus in deinem Herzen ein Brennen bewirkt, dann hat das hier und heute nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Du erfährst gerade, dass Gott dich persönlich anspricht. Gott spricht dich an durch diese Botschaft, um dein Herz zu erreichen, dein Herz zu gewinnen und mit Liebe dich zu überschütten. Darum heißt es in Jesaja 43, so spricht der Herr, der dich geschaffen und der dich gebildet hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Vertraue dich Jesus heute an und begegne dem Auferstandenen. Amen. Wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl miteinander feiern. Diese Online-Form ist sicherlich für viele ungewohnt und ungewöhnlich. Aber wir haben uns entschieden, im Abendmahl Jesus zu gedenken und miteinander zu feiern. Wir wollen auf das Abendmahl nicht verzichten. Wir wollen in diesem Abendmahl zum Ausdruck bringen, Jesus, du bist für uns gestorben, du bist für uns auferstanden und das wollen wir festhalten. Wir feiern den Gottesdienst zwar an unterschiedlichen Orten, aber wir feiern ihn in diesem Augenblick im Namen Jesu und verbunden miteinander durch den Heiligen Geist. Und diese Einheit lässt sich nicht durch den Coronavirus aufhalten. Und deswegen haben wir uns entschieden, Abendmahl jetzt miteinander zu feiern. Und ich möchte die Einsetzungsworte lesen und danach werde ich für das Brot danken. Wir werden miteinander dann das Brot essen und dann wird unser Ältester Daniel Kiefer für den Kelch danken. Ich lese aus 1. Korinther 11. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sagte, dieser Kelch ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise das Brot des Herrn isst und von seinem Kelch trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wenn du Jesus Christus kennst und ihm nachfolgen möchtest, dann bist du eingeladen, mit uns jetzt das Abendmahl zu feiern. Wenn das für dich noch nicht Wahrheit geworden ist, dann genieß die Minuten jetzt in stille Reflexion im Gebet. Wir werden jetzt gemeinsam für das Brot danken und wir werden es dann miteinander hier in dem Raum nehmen und ihr bei euch daheim. Wir wollen für das Brot danken. Danke, Jesus, dass du unscheinbar gekommen bist und dass du in der Lage bist, auf diesem Weg Herzen zu erobern. Unser Herz hast du erobert, mein Herz hast du erobert. Danke, Jesus, für deine Liebestat. Danke, dass du dich komplett hingegeben hast, dass du alles gegeben hast für mich und für uns. Und aus Dankbarkeit nehmen wir jetzt dieses Brot und denken daran, dass du gut bist zu uns und dass du uns geliebt hast und deine Liebe auch heute noch gilt. Amen. Vater im Himmel, du hast deinen Sohn Jesus Christus gesandt,
zu unserer Rettung. Jesus, du bist den Weg nach Golgatha gegangen. Und dein Blut, das von Golgatha geflossen ist, es bringt Rettung, es bringt Freiheit, es bringt uns Frieden, Herr. Und Herr, heute Morgen feiern wir dieses Mahl zum Gedenken, was du getan hast. Herr, unser Verstand kann es oft nicht fassen, aber unser Herz schlägt für dich, Herr. Und wir danken dir, dass du den Weg nach Golgatha gegangen bist, um für uns zu leiden, um für uns zu sterben. Aber danke auch für deine Auferstehung. Und dein Blut, es hat heute noch die gleiche Wirkungskraft. Es wird sich nichts daran ändern. Dafür danke ich dir. Amen. Amen. Wir singen ein Lied dem Höchsten, der unsere Rettung.
Wir sind nun am Ende unseres Ostergottesdienstes angekommen und mir bleibt nur noch euch gesegnete Feiertage zu wünschen und natürlich Begegnung mit dem Auferstandenen. Für diejenigen, die uns gerne finanziell unterstützen möchten und kein Kollektekörbchen vor sich finden, dürfen uns gerne mit einer Überweisung finanziell segnen. Ihr findet auf unserer Website die Kontoinformationen, den Spende-Button solltet ihr finden und dann dürft ihr uns gerne eine Überweisung tätigen. Für alle, die in unseren DNA-Telegruppen sind, wir werden uns jetzt nach dem Gottesdienst wie gewohnt in unseren Telefonkonferenzgruppen treffen, miteinander austauschen, miteinander beten, füreinander da sein. Wäre schön, wenn ihr euch noch die Zeit nehmt und miteinander telefoniert und miteinander betet. Und jetzt werden wir hier und ihr an den Bildschirmen das Vaterunser miteinander beten. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.